Hallo liebe Modellbahnfreunde, hier bin ich wieder mit Film 86 im Räuberzivil. Ich komme gerade nochmal vom Orthopäde und sage jetzt den Film an. Und zwar ist es ja wieder Ende Februar, der Zug des Monats, Februar 2024. Und der Alex und ich, wir haben uns jetzt da so ein bisschen unterhalten darüber, wie man das Ganze ein bisschen aufwerten könnte noch. Und zwar haben wir Folgendes vor, oder wir machen Folgendes. Es gibt ja dann bis Dezember 12 Züge des Monats. Und wir täten da gerne eine Wahl veranstalten, was denn am Jahresende oder Anfang nächsten Jahres dann euer Zug des Jahres da draus ist. So, und um das Ganze noch ein bisschen spannender zu machen, machen wir es einfach so. Jetzt nehmen wir an, der Zug März, was weiß ich, was das vorhin wird, der wird gewählt als Zug des Jahres. Dann gehen wir her und verlosen unter alle, die den Zug des Jahres für den abgestimmt haben, verlosen wir einen ersten, zweiten, dritten Preis. Machen wir da praktisch so ein Gewinnspiel wieder draus. Und die Preise werden im Lauf der Zeit bekannt geben. Und dürfen gerne alle mitmachen. Gleichstromer, Wechselstromer, Spur H0 habe ich da. Jetzt muss man mal gucken, dann, wenn da jetzt der erste Preis, sage ich mal, ist in H0 ein Lok irgendwie und jetzt gewinnt aber jemand, der Gleichstrom fährt, dann kriegt er von mir eigentlich einen Gleichstrom-Lok. Also von daher, guckt euch die Filme immer an, Zug des Monats, stimmt ab und gebt eure Stimme ab, bla bla bla, wieder doppelt geschwätzt. Also gebt eure Stimme ab und am Jahresende bzw. Januar 25 gibt es dann einen glücklichen Gewinner eines Preises. So, das zu dem. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zug des Monats Februar. Im nächsten Video kommen dann wieder ganz normale Eisenbahnsachen. Es hat sich hier sehr viel getan in der letzten Woche, aber das kommt im nächsten Film. Das möchte ich jetzt extra machen. Also, viel Spaß beim Anschauen und bis nächstes Mal, euer Jürgen. So, hier zeige ich jetzt nochmal die Verpackung zu der Lok. Ist also eine Rocco Professional Artikel 63704 DBE10 1267. In der Rheingold-Lackierung, das werden wir mal sehen. Die ist dann auch vorgespannt vor so einem Rheingoldzug. Und das Besondere an der Lok ist, oder an dem Zug ist, den habe ich vom Georg bekommen. Georg, danke für diesen schönen Zug. Der Georg selber hat das im Jahre 2008 gekauft. Das heißt, das hat auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel und läuft immer noch. Aber das sehen wir dann nachher auf der Anlage. We'll be right back.
Jetzt haben wir hier den Rheingold Express mit der E10 vorne dran. Stehe in seiner ganzen Schönheit mit Waggons, mit einem Viererset Waggons, auch von der Firma Rocco. Kaufdatum war 2008. Ich weiß jetzt nicht, was der Georg damals dafür zahlt hat. Wunderschön. Und mich fasziniert der Zug so, weil er eben schon 16 Jahre alt ist, 15, 16 Jahre alt. Und immer noch ganz toll läuft. Ich zeige das nachher auch, wie der auf der Anlage läuft. Gut, die Lok ist jetzt von der Digitalisierung, hat der Georg nachträglich digitalisiert. Die fährt und hat Spitzensignal drin. Allerdings ein ESO Loxaon 5 Decoder, da kann ich dann irgendwie mal, wenn ich mal weiß, wie das geht, mir noch Sounds aufspielen. Top gepflegt, top Zustand. Und es ist an sich ein schöner Zug, aber durch das, dass ihn der Georg so gehegt und gepflegt hat, ist es nochmal eine ganz andere Nummer. Und ich zeige euch gleich, was der sonst noch alles für Sachen da gemacht hat. Nämlich, der Georg hat nämlich da eine tolle Beleuchtung eingebaut, am über den Decoder anzusteuern. Und wahnsinnig viele Figuren reingemacht. Da vorne, wenn man da reinguckt, da sieht man den Decoder ein bisschen. Oder ich sage jetzt mal elektronisches Bauteil. Das ist aber alles, was man da davon sieht. Der letzte Wagen hat einen Schleifer, strobführende Kupplungen sind drin. Jetzt sehen wir mal, das ist von hinten bis vorne voll mit Figuren. Gehen wir mal weiter in der dritte Wagen von hinten, der diese Kuppel hat. Da haben wir eine Deckenbeleuchtung drin, hat er da eingebaut. Und eben jeder Platz ist besetzt mit Figuren. Von hinten bis vorne sind die Wege voll. Und ich glaube, die Figuren hat seine Frau, Georg seine Frau, die Hedi, hat die Figuren angemalt. Das ist so mein Wissensstand. Und ich habe jetzt die Ehre, diesen tollen Zug auf meiner Anlage laufen zu lassen. Dann tun wir das jetzt mal. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zugucken. Thank you.
Das war Film 86, der Zug des Monats Februar. Ich hoffe, der hat euch genauso gefallen wie mir, der Zug. Der Film ja sowieso. Ja, also das Format wird man beibehalten. Ich suche jetzt schon oder mache mir schon Gedanken über den Zug für den März. Es sind aber noch ein paar Wochen Zeit. Bis dahin wird sich hier an der Moorbahn noch einiges tun. Und da kommen dazwischen dann halt Filme über Basteln und so weiter. Das Regal ist fertig aufgebaut jetzt, das zeige ich dann auch. Und eingeräumt. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Denkt an das Gewinnspiel, das sich jetzt mit diesem Zug des Monats entwickelt. Und bis nächste Woche, würde ich sagen. Ciao.